Oh je. Das war ein Drama. Aber ich konnte vorher die Kamera nicht anmachen. Raststätte zwischen Köln und Düsseldorf da irgendwo. Jetzt will man da ganz normal die Gastronomie unterstützen. Und was ist? Ja, ich komme da mit meinem Zwiebelnetz rein. Dann sagt er, das gilt nicht. Dann sage ich, was gilt dann? Hat die normale, die. Dann sage ich, bei der steht doch aber drauf, schützt nicht vor Viren. Sagt er doch, aber die gilt. Also bin ich raus ins Auto und habe dann die hier geholt. Das ist die präparierte, die inzwischen schon so richtig kaputt ist hier. Ja, wo ich die zwei Lager rausgemacht habe, damit ich die Gastronomie unterstützen kann und wollte hier mein Rührei essen. Er sagt, die giltet auch nicht. Seit doch, sie haben doch gerade gesagt, die giltet. Und es steht zwar drauf, die schützt nicht vor Viren. Sagt er, ja, nee, aber die hat ja schon Löcher. Sei sie, ich habe nicht viel Geld, ich bin in Kurzarbeit, ich kann mir da nicht jeden Tag eine Maske leisten. Die habe ich jetzt halt schon seit April auf. Dann sagt er, ja, aber das geht nicht. Dann sage ich, okay, ich muss jetzt aber pinkeln. Dann sagt er, ja, normal dürfen sie das nicht. Dann sage ich, jetzt lassen sie mich wenigstens schön Pipi machen. Dann durfte ich jetzt wenigstens gerade noch so Pipi machen. Also das war ein junger Typ. Also die Stufe der Corona-Gläubigen, die steigt gerade wieder gewaltig, aber sowas von gewaltig. Leck mich am Arsch. Ich war schon lange nicht mehr jetzt in Köln-Düsseldorf hier unterwegs. Aber hier sind die Jungs richtig verstrahlt auf Corona. Boah, es ist nicht mehr normal, oder? Und dann, jetzt gehen wir mal Pipi machen auf der Raststätte, das muss ich jetzt noch bringen, ja? Dann sind ja, die Frauen werden das nicht kennen, jetzt sind da vier Pissoire, die, wo ja nicht spülen, die Greta Thunberg-Pissoire, wo also kein Frischwasser nachläuft, um die Umwelt zu schützen. Und wegen dem Abstand sind ja zwei davon blockiert, also damit man dann so, aber da ja genauso viele Leute wie sonst Pipi müssen. Die Dinger stinken ja schon von 3 Meter Entfernung. Also da muss ich jetzt inzwischen wirklich 1 Meter zurück und ziele, damit er nicht, man weiß ja, was da so zurückspritzen könnte. Also aufgrund von Schutzmaßnahmen sind die Toilette, also als Männer auf eine Raststätte pingle gehe, ich gehe jetzt nur noch in die freie Natur. Ich tue mir das nicht mehr an, weil das ist ja asozialer Bakteriendreck, saumäßiger, kann man nicht mehr pingle wie auf Raststätte, wo man mit einer Maske, ja, die vor Viren nicht schützt, das steht ja drauf, aber die hat ihm dann gar nicht gefallen. Leute. Es ist ein Kampf inzwischen, sogar das Pingle ist ein Kampf. Oh, oh, oh.